Ja, guten Morgen. Wir Freiheitliche stellen heute unser Sicherheitsprogramm für Meran vor. Mein Name ist Philipp Klee und ich bin Gemeinderatskandidat. Neben mir unser Bürgermeisterkandidat Otto Sepp Wallner, unsere Landtagsabgeordnete Uli Meyer und unsere Vizeobfrau Josefa Romy Brucker und ein weiterer Gemeinderatskandidat Richard Federspiel. Ja, ich getraue mir zu behaupten, dass wir Freiheitliche eines der ausführlichsten und konkretesten Sicherheitsprogramme von allen Parteien haben. Wir haben einen Forderungskatalog mit 7 konkreten Maßnahmen zusammengestellt, die allesamt in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde liegen und direkt umgesetzt werden können. Es liegt vieles im Sicherheitsbereich nicht bei der Gemeinde, sondern beim Staat, aber wir haben 7 konkrete Maßnahmen zusammengestellt, die im Zuständigkeitsbereich der Stadtverwaltung liegen. Unser erster und wichtigster Punkt sind Taser und Bodycams für unsere Polizisten, die zusehends verschlechterte Sicherheitslage in Meran und die vor allem Zunahme an rohen und brutalen Gewaltanwendungen verlangen eine entsprechende Modernisierung unserer Sicherheitskräfte. Die Ordnungs- und Sicherheitskräfte sind ja angewiesen, möglichst keinen Gebrauch von der Schusswaffe zu machen. Und insofern halten wir sogenannte Elektroschockpistolen oder gemeinhin als Taser bekannt, als eine brauchbare Alternative. Damit können Angreifer schnell und unkompliziert kampfunfähig gemacht werden, ohne ihnen dauerhaften körperlichen Schaden zuzufügen. Ein weiterer Punkt sind die Bodycams. Das sind solche kleine Körperkameras, die zuletzt jetzt gerade vor ein paar Tagen auch von der Ortspolizei Schlanders eingeführt worden sind. Diese werden an der Uniform befestigt und dienen in erster Linie den Beamten als digitale Beweismittel, um sich gegen falsche Anschuldigungen zu wehren, aber haben auch eine abschreckende Wirkung. Angreifer können dadurch abgeschreckt werden. Es werden sicherlich einige Angreifer, nicht alle, sich anders verhalten, wenn sie wissen, dass sie gefilmt werden. Ein zweiter Punkt ist die Modernisierung unserer öffentlichen Videoüberwachungsanlagen. Es gibt bereits viele Videokameras in Meran, aber sie sind nicht mehr auf dem neuesten Stand. Und wir fordern, dass diese Schritt für Schritt durch moderne Anlagen ersetzt werden, um hochauflösendes Material zu produzieren und mit der Zeit Schritt zu halten. Ein dritter Punkt ist Stadtviertelsprecher für öffentliche Sicherheit. Gerade wenn es um die öffentliche Ordnung geht, auch was illegale Müllablagerungen und so weiter betrifft, wird vieles nicht schnell entdeckt, bleibt vieles unentdeckt. Und hier sehen wir es als sehr sinnvoll an, wenn es in jedem Stadtviertel einen Sprecher für öffentliche Sicherheit gibt, der in ständiger Kommunikation mit dem Gemeinderat und den Sicherheitskräften steht und diese auf Probleme in diesem Bereich aufmerksam macht. Und ein vierter Punkt ist die stärkere Polizeipräsenz in der Nacht. Unsere Stadtpolizei patrouilliert bis jetzt nur bis 2 Uhr nachts. Wir fordern, dass diese Präsenz in den Abend- und Nachtstunden erhöht wird. Unsere Streifendienste sollten die ganze Nacht im Einsatz sein, wobei die Streifen zu Fuß, auf dem Fahrrad und im Auto unterwegs sein sollten, um möglichst den ganzen Stadtbereich abzudecken. Ein letzter Punkt, und damit komme ich zum Schluss, sind regelmäßige Sicherheitskonferenzen im Rathaus. Unsere Vertreter der Polizeikräfte sollten regelmäßig mit unserem Bürgermeister, mit dem zukünftigen Bürgermeister zusammenkommen, um die Präventions- und Kontrollmaßnahmen zu koordinieren und aktuelle Probleme zu erörtern. Ebenso muss die Stadt Meran, genau wie die Stadt Bozen schon macht, regelmäßig an den Sitzungen des Regierungskommissariats teilnehmen. Ja, das wären unsere Punkte für Meran. Vielleicht möchte unsere Landtagsabgeordnete noch kurz was zur allgemeinen Situation landesweit sagen. Na, ich kann gerne ergänzend hinzufügen, dass es im Landtag ja bereits einen Begehrensantrag von uns Freiheitlichen gegeben hat. Der wurde auch fast einstimmig mit ein paar Enthaltungen angenommen vor 2 Jahren, was die Einführung der Taser anbelangt. Diesbezüglich haben wir nichts mehr gehört. Also es wäre eigentlich längst an der Zeit, dass dieser Begehrensantrag auch umgesetzt wird, denn es gibt die Möglichkeiten. Der Staat hat einmal Geld zur Verfügung gestellt. Es hat ein Pilotprojekt gegeben von verschiedenen
das in verschiedenen Regionen und Provinzen Italiens umgesetzt wurde. Da haben sogar die Gemeinde- und Stadtpolizisten die Taser bekommen, also nicht nur die Staatspolizei, sondern auch Gemeinde- und Stadtpolizisten. Und aus eigener Erfahrung kann ich einfach sagen, wie wichtig dieses Instrument wäre. Denn ich habe 7 Jahre lang in Bozen direkt an einem Hotspot gelebt. Ich war 7 Jahre lang Tag für Tag Zeugin von Auseinandersetzungen zwischen ausländischen Straftätern, Drogendealern und so weiter, wie sie mit der Polizei umgegangen sind, wie machtlos Sicherheitskräfte sind. Denn die müssen sich dreimal überlegen bei einem Einsatz, wie weit sie gehen, weil ja immer jeder Schritt und jede Handlung gegen sie verwendet werden kann. Und wie oft es auch vorgekommen ist, dass Täter direkt auch körperlich einen Polizisten angreifen. Und ich denke, hätte dieser die Möglichkeit mit dem Elektroschocker, dann wären bestimmte Situationen wären oft gar nicht möglich gewesen. Deswegen dies nur als Ergänzung, dass es eigentlich längst vom Landtag einen klaren Auftrag gegeben hätte, aber bis heute leider Gottes nicht umgesetzt wurde, auch in Bozen nicht. Karamaski selbst hat sich ja mehrmals auch dagegen ausgesprochen und für uns ist das eigentlich unbegreiflich, denn es gilt hier in dieser gesamten Thematik einfach nichts zu beschönigen, nichts schön zu reden. Wir haben es vielfach wirklich mit Menschen zu tun, die wenig Respekt vor einer Uniform haben, die wenig Respekt vor Sicherheitskräften haben. Immer öfter erleben wir es, auch jüngst hier im Iran, dass Menschen dann auch mit irgendwelchen Gegenständen auf jene losgehen, die eigentlich für unsere aller Sicherheit zuständig wären. Und ich denke, hier muss man unterstützend und wirklich auch motivierend diese Sicherheitskräfte irgendwo ausrüsten, dementsprechend, dass sie ihren Job überhaupt noch machen können. Und das sind eben Dinge, die wirklich die Gemeinde regeln kann. Etwas anderes ist die größere Ebene. Da ist klar, hätte man vor vielen Jahren vielleicht auch die Weichen anders stellen müssen. Wir wissen, mit der unkontrollierten Massenzuwanderung sind eben nicht nur die vielversprochenen Fachkräfte gekommen, sondern leider Gottes auch Integrationsunwillige, die einfach nicht bereit sind, also keinen Beitrag leisten, um irgendwo sich in diese Gesellschaft einzubringen. Auch das natürlich eine vertiefende Diskussion würdig, das ist klar. Das kann man nicht nur so pauschal sehen, aber was mir halt aufgefallen ist, dass bei dieser Thematik wirklich die Südtiroler Volkspartei, sei es auf europäischer Ebene, auf römischer Ebene, auf Landesebene und auf den Gemeindeebenen, jahrelang regieren tun ja sie, jahrelang nichts unternommen haben, beschönigt haben, sich eher noch mit den Straftätern solidarisch fast erklärt haben, weil man muss ja immer Verständnis haben. Aber wir sagen halt, wir sind diejenigen, die für unsere Leute da sind, die für unsere Leute Verständnis haben, die Erfahrungen gemacht haben. Und ich glaube, auch wenn man Polizei verstärkt und so weiter, eines ist klar, aber auch dafür ist die höhere Ebene zuständig. Es braucht wirklich ganz klare Gesetze und Linien, dass es auch Konsequenzen gibt. Denn wir erleben das wirklich vielfach. Wenn unsere Jugendlichen irgendwo eine illegale Rave-Party machen, dann sind die Strafen sofort parat, dann weiß jeder sofort, welche Maßnahmen zu setzen sind. Haben wir es mit ausländischen Tätern zu tun, ist nie jemand zuständig, es sind keine Konsequenzen zu befürchten. Es werden Tische organisiert, wo man mit diesen Menschen irgendwie versucht, etwas draus zu machen, aber es bringt alles nichts, wenn nicht irgendwie wirklich harte Konsequenzen auch für diese Leute gelten. Wir kennen ja die Schlagzeile, die Babygangs, die überall, ich glaube, das wird im Iran nicht viel anders sein und das kann es einfach nicht sein. Der Bürger hat das Recht, vor allem auch Frauen haben das Recht, zu jeder Tages- und Nachtzeit sich frei ohne Sorge, ohne Angst bewegen zu können. Diese ganze Emanzipation und Gleichberechtigungsgeschichte hat ja keinen Sinn und wird
absolut ad absurdum geführt, wenn ich als Frau mir überlegen muss, darf ich abends noch diesen Kurs machen, kann ich zum Sport gehen, holt mich jemand ab, kann ich mich alleine nach Hause getrauen. Ich meine, so weit haben wir es mittlerweile geschafft in den Städten und ich glaube, dass es höchst an der Zeit ist, dass sich hier die Gangart ändert und dass es ein radikales Umdenken gibt.